Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Erdi, das ist mein C43 AMG und heute haben wir ein richtig cooles Video. Und zwar bauen wir endlich die 3D drehenden, beleuchteten Burmester Soundboxen ein. Die Hochtöner hier oben. Viele haben sich das Video gewünscht. Es kamen so ein paar Sachen dazwischen. Ich hatte so ein bisschen Probleme, weil die am Anfang mal falsch geliefert wurden. Ich habe eigentlich das Video schon aufgenommen. Ich blende euch mal vielleicht kurz ein, wie das ausgegangen ist. Und einfach mal einen Funktionstest machen. Ich mache mal kurz die Zündung an. Ihr seht, der dreht sich raus. Sehr cool. So, Beleuchtung erkenne ich jetzt noch nicht. Und die geht auch wahrscheinlich nicht so. Weil diese Mann mir das falsche Modul geschickt haben. Diese kleinen Alter. Genau, aber dann konnte ich das Video quasi in die Tonne kloppen. Denn, ja, es waren die falschen Lautsprecher. Da hatte ich ein bisschen hin und her mit dem Verkäufer, weil die lagen irgendwie so 2 Monate bei mir schon rum. Hat aber wunderbar geklappt. Also ich bin mit dem Verkäufer auch sehr zufrieden. Jetzt habe ich das richtige Set hier. Bevor wir aber anfangen, möchte ich mich erstmal bedanken für über 1000 Abonnenten mittlerweile. Also vielen, vielen Dank. Lasst gerne auch weiter Abos da, kommentiert. Ich bin offen für Anregungen. Ich freue mich, wenn euch die Videos taugen. Mich erreichen auch viele Nachrichten. Und mir macht es weiterhin sehr viel Spaß. Und wenn euch dabei noch geholfen ist, ist es eine coole Sache auf jeden Fall. Okay, also 3D Rotating Treble. Ja, also das ist die Box. Wir haben die Teile bekommen. Geht auch mega easy wirklich der Einbau. Ihr könnt es machen, wenn ihr den W205 Facelift oder Vorfacelift oder einen S205 habt, also Limousine oder Kombi, weil da sind die Hochtöner wirklich hier oben im Türrahmen drin. Beim Coupé sind die leider in der Türpappe drin, das heißt, ihr könnt sowas leider nicht einbauen. Das geht natürlich auch bei den 3 Farben, wenn ihr die ab Werk habt oder wenn ihr die 64 Farben ab Werk habt im Facelift, könnt ihr das natürlich auch machen mit der ambienten Beleuchtung. Ist absolut Plug and Play. Ja, im Karton sind logischerweise einfach nur die Hochtöner drin, Kabel sind mit drin, das schauen wir uns dann an. Ich werde dieses Mal auch explizit darauf achten, dass ich euch wirklich zeige, welches Kabel wo angeschlossen, weil beim Lüfterdüsenvideo kam immer mal wieder die Fragen so, ja, hey, wo hast du das angeschlossen? Ja, da achte ich jetzt so ein bisschen drauf, dass es für euch auch einfacher ist im Einbau. Geht auch relativ fix. Wir machen jetzt mal die Beifahrerseite. Ich habe ja schon welche drin, wie ihr sehen könnt. Die rechte Seite hat aber so ein bisschen den Geist aufgegeben, da ist die Mechanik ein bisschen kaputt. Ich muss fairerweise sagen, ich habe damals das günstigste gekauft, was ich gefunden habe. Die haben 120 Euro gekostet, glaube ich. Und ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Deswegen ja, dachte ich mir, das ist die Chance, mir ein neues Set zu bestellen und euch quasi mal zu zeigen, wie das eingebaut wird. Die haben jetzt knapp 200 Euro gekostet, ist aber wirklich ein renommierter Verkäufer, hat sehr viele Bewertungen. Deswegen bin ich guter Dinge. Ich habe mir die Teile auch angeschaut, sehen richtig gut aus, klasse verarbeitet. Und ich bin guter Dinge, dass das dieses Mal wirklich auf Dauer halten wird. Aber die haben auch, also dafür, dass sie so billig waren, haben die trotzdem, glaube ich, 2, 3 Jahre oder so gehalten. Okay, wie fangen wir an? Wir bauen einmal die Türpappe runter. Geht mega easy. Ihr braucht einen 30er Torx. Sind 2 Schrauben drin. Also einmal hier so schräg rein, unter dem Handgriff. Und genau hier einmal unter dem Fensterheber ist nochmal ein Loch. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, das zu zeigen, aber die machen wir einfach mal auf jetzt. Einmal hier. Und der nächste ist ein bisschen eklig zu erreichen. Der ist so ein bisschen in der Ecke hinten drin. Ja, okay. Also 2 Torx-Schrauben, wie gesagt, mehr ist es gar nicht. Genau, der Rest ist geklipst und dafür empfehle ich euch immer irgend so ein Kunststoffteil, Kunststoffkeil, wie auch immer man das Teil nennt. Und dafür setzen wir jetzt zwischen Tür und der Türpappe an und dann müssen wir einmal so ein bisschen kräftiger ziehen. Und dann, was die versuche am besten so reinzuhalten, dass man sieht, was ich da innen ausstecken muss. Na, also man muss einmal die Türklinke hier ausklinken und dann sind noch 1, 2 Kabel, die an die Türpappe führen. Und dann haben wir die Türpappe eigentlich schon in der Hand. Aber das schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Ich gehe jetzt mal hier an der Seite rein, so dass ich mit den Fingern reinkomme. Genau, dann kracht das immer so ein bisschen. Aber das ist in Ordnung, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Genau, oben nochmal ziehen. Und das Teil ist schon draußen. Hier vorne, vielleicht kannst du von oben so ein bisschen runterfilmen, ist der Seilzug für den Türöffner. Den zieht ihr hier einmal aus diesem Tunnel raus. Und dann ist das eigentlich nur noch so ein Haken, der so reingedrückt ist. Einmal abziehen. Dann geht es hier weiter. Hier ist der Stecker für den Mitteltöner an der Tür. Den könnt ihr auch einfach hier einmal abziehen. Dann gehen noch 2 Stecker hier weg. Der ist einmal hier an das Türsteuergerät eingesteckt. Auf Position 5 steht jetzt bei mir. Kann vielleicht unterschiedlich sein, je nach Ausstattung. Aber den könnt ihr auch einfach abziehen. Jawohl. Und dann haben wir noch einmal, also das ist jetzt dieses Kabel. Das geht auch ins Türsteuergerät.
ist quasi auch für die ambiente Beleuchtung in der Tür verantwortlich. Den könnt ihr auch abstecken. Genau, das war's. So, was ihr jetzt gesehen habt, hier ist noch so ein Zwischenstück bei mir gewesen, weil ich ja schon diese Rotationshochtöner drin habe. Normalerweise sind beide Stecker einfach nur ans Türsteuergerät gesteckt. Die passen auch wirklich immer nur an eine Position, aufgrund der Form, aufgrund der Bauform. Das heißt, wenn ihr die originalen drin habt, müsst ihr das einfach von dem Türsteuergerät abziehen. Das Teil lege ich jetzt erstmal auf Seite, das lege ich mal irgendwie hinten rein. Und dann schauen wir uns mal an, was wir hier verkabeln müssen. Also die Türpappe habe ich jetzt mal auf Seite gelegt und ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, den kompletten Keller auf den Kopf zu stellen und meine alten Boxen zu finden für euch, damit ihr wisst, wie das eigentlich aussieht. Also die alte habe ich jetzt mal auf Seite gepackt. Es gilt weiterhin, die zwei Kabel, die wir quasi gerade getrennt haben, werden bei euch im Türsteuergerät sitzen. Diese zwei blauen, die zieht ihr raus. Dann habt ihr einmal den für den Mitteltöner und jetzt habt ihr quasi eure Originalabdeckung. Da geht ein Kabel hoch, das ist quasi das Audiokabel für den Hochtöner. Ihr nehmt die Verkleidung raus, zieht den einfach mal hier so aus dem Rahmen raus. Sind auch gar nicht so stabil eingeklipst tatsächlich. Ihr habt einen gelben Stecker hier, den zieht ihr vom Hochtöner raus. So, das war's. Also original sieht es wirklich so aus. Schauen wir uns an, was im Karton drin ist und wie wir das ganze Zeug jetzt da unterbekommen. Es gibt eine Problematik, es ist so ein bisschen eng hier. Ne, weil ihr habt jetzt quasi diesen einen Motor, der dafür verantwortlich ist, dass sich das Teil rausdreht. Und hier sind trotzdem noch Kabel, also die gehen ja einmal hier auch in den Außenspiegel rein und so. Das heißt, ihr müsst da so ein bisschen Platz schaffen. Ne? Ihr müsst vielleicht die Kabel so ein bisschen umarrangieren. Ihr braucht auch keine Sorge haben, ihr könnt die Dinge auch abstecken. Ihr kriegt die auch wieder rein, weil wie gesagt, jeder Stecker passt nur an eine bestimmte Stelle. Deswegen braucht ihr euch da keinen Kopf zu machen. So, jetzt nehme ich mal die richtige Seite hier raus. Also, wie sollte das aussehen beim Vorfacelift mit drei Farben? Ihr werdet haben, klar, den Lautsprecher. Dann habt ihr hier ein Kabel, so ein Y-Stück, so kleine, dünne, blaue Kabel. Das ist dafür gut, dass ihr den Stecker vom Hochtöner daran anschließt. Okay, der wird hier angesteckt. Und warum ist das ein Y-Stück? Ganz einfach, wenn ihr kein Burmester-Soundsystem habt, könntet ihr jetzt mit dem auch an dem vom Mitteltöner gehen und euch quasi was abzwacken für den. Also damit würdet ihr dann quasi den Hochtöner betreiben und den würdet ihr dann in die Türpappe stecken, dass ihr quasi einen zusätzlichen Hochtöner gewonnen hättet. Dann geht hier so ein kompletter Strang runter. Da sind jetzt wieder ein Y-Stück mit einem blauen Stecker und das ist genau das, was ich euch erklärt habe. Der geht auch nur in eine Position rein und zwar in Stelle 6. Und der wiederum kommt dann entsprechend an das Kabel, das von der Türpappe kommt. Genau, was ist noch dabei? Hier ist noch so ein Modul mit drin. Das klebt ihr einfach hier irgendwo, wo ihr Platz habt. Also in dem unteren Bereich hier ist Platz. Das hatte ich letztes Mal auch hier positioniert. Da ist auch 3M-Band mit dabei. Das klebt ihr hinten drauf und dann könnt ihr das an die Türpappe machen. Da ist auch genug Platz. Da spannt nichts, da klappert auch nichts. Das ist die Theorie. Jetzt entwurschtel ich das mal. Mach mal hier diesen Binder weg. Dann fangen wir an, indem wir das Teil erstmal oben positionieren. Ihr habt hier oben zwei Nasen und quasi so eine Umlegekante, die sich hier zwischen Fensterscheibe und Rahmen quasi hier reingequetscht werden muss. Also hier diese Kante wird hier so reingequetscht, so einmal, genau. Und dann müsst ihr gucken, wie gesagt, hier unten ist es relativ knapp mit den ganzen Kabeln, die da drunter und drüber gehen. Die steckt ihr und quetscht ihr am besten so ein bisschen rein. Und dann müsst ihr das einmal hochziehen, also wirklich so gegendrücken, so. Und dann so nach oben reinhebeln. So. Okay, also das Teil ist drin. Ich sag's euch ehrlich, das ist der schwierigste Teil dran, weil ihr müsst wirklich, wirklich gucken, wie ihr die ganzen Kabel hier arrangiert. Ich habe jetzt wirklich alles, was vom Seitenspiegel kommt, so ein bisschen rechts rumgelegt. Die Kabel, die von Lautsprecher kommen, habe ich hier links hinter diesem Türsteuergerät runtergelegt. Das Verkabeln machen wir jetzt natürlich zusammen noch. Und genau, hier oben die Clips eingehakt. Das sitzt auch sauber drin. Ganz wichtig, die Kante hier einrasten lassen, beziehungsweise so eingeschoben, hier an der Seite. Und ihr seht vielleicht von oben ist so ein ganz kleiner Spalt trotzdem, weil der so ein bisschen auf Spannung ist. Aber das Ding ist fest, da braucht ihr euch auch keine Sorgen machen. Das ist einfach bauartbedingt, weil das ja wirklich dieser dicke Motor hinten sitzt, damit das Teil auch rausrotieren kann. Also, machen wir jetzt die Verkabelung. Wir haben, wie gesagt, die zwei dicken blauen, die machen wir zum Schluss. Wir machen erstmal dieses dünne Y-Stück. Das kommt an unseren Stecker, der nach oben geht, also das lange gelbe, wird einfach nur zusammengesteckt. Den können wir jetzt einfach mal gucken, wo wir den am besten verstauen. Ich löse jetzt mal am besten den hier, den grünen hier aus dem Türsteuergerät
und legt es hier so ein bisschen runter. Jawohl, genau. Wie gesagt, ihr braucht auch das Y-Stück an sich, braucht ihr ja nicht, wenn ihr schon den Lautsprecher habt, den Hochtöner habt. Wenn ihr keinen habt, nehmt ihr den hier, dann werdet ihr ja logischerweise auch nur einen gelben Stecker haben. Und dann benutzt ihr quasi das Y-Stück, um den zu versorgen und auch die Türpappe mit dem Mitteltöner zu versorgen. So, den habe ich jetzt hier unten so ein bisschen reingeschoben. Passt, der sitzt. So, jetzt haben wir noch quasi das Steuergerät. Das klebe ich mir hier hin. Hier sind so zwei Stecker eingeklipst in so eine Führung. Genau, dann klatschen wir den hier so rein. Passt, perfekt, sehr gut. Da ist jetzt noch so eine Sicherung mit drin, das ist ganz cool, hatte der alte tatsächlich gar nicht. Und den Rest, ja, den stecken wir einfach hier oben ein. Packen wir die Türpappe wieder drauf. Das geht jetzt auch relativ entspannt. Wie jetzt mehrmals erklärt, jetzt zweimal diese blauen Kabel. Das eine wird jetzt einfach ins Türsteuergerät angesteckt. Passt, genau. Das blaue Y-Stück, das von den Hochtönern kommt, steckt ihr auch einmal zusammen. Passt. So, jetzt haben wir nur noch ein Kabel übrig, und zwar dieses schöne gelbe hier. Und das wird in den Mitteltöner eingesteckt. Zack, und dann ist quasi, sind die ganzen Verbindungen wieder komplett. Was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen einmal den Pin quasi einmal durchfädeln. Und natürlich nicht vergessen, den Bautenzug heißt es, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ne? Bautenzug. Ja, ja. Den quasi einmal reinzuklipsen. Der wird wirklich nur durchgesteckt von oben nach unten. Der klickt dann auch. Und ist dann drin in diesem Löchlein, zack, über diesen Tunnel wieder führen und fertig. So, jetzt hauen wir das hier drauf. Einmal oben festmachen und dann eigentlich nur noch dran kloppen. Passt! Türpapier wieder drauf. Wir ziehen die blaue Folie jetzt mal runter hier. Ein bisschen fummelig wirklich mit der Position von dem Teil. Also es wird hinten schon so ein bisschen auf Spannung, und ihr seht auch oben an der Kante dann wahrscheinlich, dass der so ein bisschen spannt. Also das ist absolut normal. Wie gesagt, es ist hinten relativ knapp, weil einfach dieser Motor und die ganzen Kabel dahinter sind. Aber ja, also die Dinger sind dann bombenfest. Die haben ja nochmal zwei so Haken unten, die an die Türpappe dran kommen. Deswegen braucht ihr euch da auch keine Gedanken machen. Wichtig ist eigentlich nur, dass diese äußere Kante auch schön eingesteckt wurde. Jetzt kann man noch die zwei Torx-Schrauben reinmachen, aber davor würde ich sagen, probieren wir mal, ob das auch funktioniert. Na, das war so das Fail vom letzten Video. Ja, wunderbar. Oder? Dreht sich raus, blaue Beleuchtung sehe ich auch schon dahinter. Schön. Gefällt mir gut. Musik sollte ja auch abspielen, hoffe ich. Das kann ich jetzt nicht ausprobieren, weil meine Kamera ist mein Handy. Also funktioniert, Musik funktioniert, Drehen funktioniert, Licht funktioniert. Ich bin super happy. Endlich auch keine Geräusche mehr bei mir im Innenraum, weil der hat ganz, ganz wilde Geräusche gemacht, weil der hängen geblieben ist, der alte. Ja, wie lange haben wir gebraucht? Eine Stunde, würde ich sagen, mit Erklären und drum und dran. Sag mal so, wenn ihr das erste Mal macht, ohne Erklären entsprechend, werdet ihr auch, denke ich, nicht länger als wirklich eine Stunde brauchen. Also es ist wirklich machbar. Lasst euch trotzdem Zeit, macht nichts kaputt. Verkabelung könnt ihr nichts falsch machen. Ich hoffe, ich habe es euch detailliert genug gezeigt. Okay, bleibt nicht mehr viel zu sagen. Viel Spaß beim Umbau. Ich hoffe, ihr kriegt das auch alle hin. Ich bin mir sicher, ihr kriegt das alle hin. Link ist in der Videobeschreibung. Lasst gerne noch ein Abo da. Kommentiert gerne, teilt und liked gerne. Und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Wir sehen uns. Ciao.